Ich bin kurz davor vor dem Aufhören, weil es war wirklich eine recht einschneidende Verletzung, wo ich auch jetzt noch damit kämpfe, bis zu einem gewissen Grad. Im Februar 2022 hatte ich einen recht schweren Sturz im Rennen in Amerika und habe mir die Schulter ausgekugelt und den Schulterkopf mehrfach gebrochen. Und dann fragst du dich schon, ist das wert, deine Lebensqualität eigentlich aufs Spiel zu setzen für jetzt einen Erfolg. Ich bin dann weg und ich wusste, okay, gut, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, aber ich gehe dann wirklich einfach all in und akzeptiere einfach alles, was mit dieser Schulterverletzung kommt und mache das Beste daraus. Ich bin nachher ja zum Glück die WM gefahren, wo ich nachher gewonnen habe. Jede Schwierigkeit oder jede Challenge probiere ich dankbar zu sein dafür, weil das zeigt dann nachher auch, was möglich ist.